Ja, es dreht sich was, irgendetwas knattert, wenn man auch nicht so genau weiß, was. Außerdem brülle ich viel zu laut, weil ich hier erstmal genau im Lautsprecher, im Kopfhörer meinen Motor leiser drehen muss. Ich habe wieder mehrere Bootvorgänge, mehrere Dingsbumse, die nicht so wollten wie ich, hinter mich gebracht. Aber schließlich und endlich haben wir es. Und wir machen es wieder so wie immer. Losfliegen und dann erzähle ich euch, was alles viel besser ist als früher, oder nicht schlechter als früher. So. Genau, da war irgendwas mit Bremse rausnehmen. Das war das. Und dann schiebt man diesen Hebel nach vorne und dann passiert irgendwas. Ja, es wird laut jedenfalls. Ich sehe leider nichts nach vorne, also überhaupt nichts nach vorne. Kann nur raten, dass ich auf einer Landebahn bin. Sicher kann ich da allerdings nicht sein. Es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Na schön, das gehört zu diesen kleinen Nettigkeiten, die ich schon hinter mich gebracht habe. Ich sitze auch wieder ein bisschen sehr tief, wie ich finde. Ja, also einen Flugplan konnte ich auch gar nicht erst laden, weil die Piste ist viel zu klein, existiert eigentlich gar nicht und ich kann den Flugplan nicht laden, weil Flugzeug ist so groß. Das gehört zu den Dingen, die man unbedingt mal fixen sollte in X-Plane, nämlich, dass das scheißegal ist, was er glaubt, was das für ein Flughafen ist. Wenn ich sage, ich will von einer Krasspiste irgendwo im Mittleren Westen mit einer 747 starten, dann hat X-Plane das gefälligst nicht zu hinterfragen, sondern hat zu sagen, ja, Sir, selbstverständlich, Sir, ganz wie Sie das möchten. Genau soll das so sein, nämlich ganz genau, wie ich das möchte. Jetzt im Moment weiß ich nicht, wo ich hinfliege, weil ich ja noch gar keinen Flugplan habe. Also, erstmal Autopilot an, Autothrottel an. Ja, da wird er schon irgendwie fliegen. Hauptsache, er kümmert sich hier auch um die Höhe. Um die Navigation kann er sich ja noch nicht kümmern. Jetzt versuchen wir, den Flugplan mal in der Luft zu laden. Da bin ich aber gespannt, was er dazu sagt. Wahrscheinlich mault er genauso. Ah ja, er steht ja noch an der richtigen Stelle. Enter. Und ich kann in Labumbo oder was weiß ich wo, ich kann das nicht laden. Hast du das verstanden? Dann machen wir eben Direktflug. Das ist der hier. FQLU. Ah, jetzt geht das wieder los, ne? Also F... Na komm, du Kuh. FQ und Lulu. L, noch ein weiter. Na also, Enter. Activate, ja. Geh nach Gingenskirchen, nach GPS und aktiviere, das muss ich woanders drücken, auch NAV. So, oh, ich habe hier gerade wieder einen Setup-Fehler gefunden, den ich eben schnell noch korrigieren sollte. Ja, ist immer gut, wenn die Kontrollleuchte dazu auch irgendwie mit auf dem Bildschirm ist, nicht wahr? Ja, ha, kriegt doch alles hin. Das gehört auch zu den Dingen, ne? Warte mal, das habe ich nicht. Es gibt auch keinen Dingenskirchen, den er anzeigen könnte. Ach so, ja, den kennt er nicht, also kann ich ihn logischerweise nicht anzeigen. Mal gucken, ob ich hier bei Info irgendwas werden kann. Nein. Na gut, dann fliegt er halt so drauf los. Wir erhoffen das Beste und ich gucke gleich mal woanders nach, weil besser ist das. Jetzt müssen wir erstmal Bilder machen. Ne? Bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir erstmal Bilder. Dann drücken wir auf den Knopf, es passiert nichts. Dann drücken wir auf den Knopf, da passiert auch nichts. Also muss ich einmal ins Nirvana klicken und anschließend hier drauf drücken und schon passiert auch irgendwas. Es ist nicht immer ganz klar, was passiert, aber etwas passiert bestimmt. Ihr seht hier zum Beispiel einen Taildragger. Das heißt im Klartext, die Landung wird wieder kreativ. Ja. Ja, so bin ich halt, ne? Ja, machen wir den mal so. Da kann man den Onkel da drin sehen. Schießen wir schnell ein Foto fürs Album. Dann nehmen wir Abstand, damit das nicht so krawallig laut ist. So, und dann erzähle ich ihm als allererstes mal, wo er hinfliegen soll. Ich würde mal sagen, wir nehmen ruhig, na, 3000 Fuß. Ich glaube, wir nehmen sogar 4000, ne? Ich habe diesmal richtig so einen Run und dann kann ich auch mal sagen, 4000, Vertical Speed, wie schnell kann die Mühle denn? Ich drehe einfach mal mehr und dann werden wir sehen, wie schnell sie kann. So, das ist das, Heading Nav.
Alles gut, jawohl. Hier unten seht ihr neue Daten, die zum Teil hier drunter verschwinden. Das kann ich mal eben ändern. So, da seht ihr, erstens seht ihr unten, welches Flugzeug fliege ich gerade. Das wird automatisch künstlich eingeblendet. Ich habe nämlich keine Lust mehr, das immer von Hand reinzuschreiben. Und deswegen geht das jetzt automatisch. In diesem Falle die Alamedo C-170 Bravo. Ja, das stand normalerweise immer irgendwo in der Beschreibung des Videos und das wird mir zu blöd. Und egal. So, hier steht im Moment gerade der Luftdruck in Quecksilbersäule und Hektopascal, weil nach dem stelle ich den Höhenmesser richtig ein. Und hier haben wir spaßeshalber Höhe in Metern und in Fuß, damit die Leute einfach eine Übersicht haben, was sind denn Meter, was sind denn Fuß eigentlich. Ja, und weil ich jetzt vielseitig bin, könnte ich mal sagen, S wie Speed müsste ich auch noch haben. Dann kann ich euch nämlich auch noch die Geschwindigkeit in Stunden, Kilometern und Meilen pro Stunde dazwischen zaubern. Ich will aber, dass es nicht zu viel wird. Also ich variiere das künftig auch gerne mal. Ja, und ihr seht, hier werden immer weniger Buchstaben an der Seite, je mehr Krimskrams ich einblende, weil das sind alles meine Programmchen, die ich geschrieben habe. So, die kann man sich aber alle runterladen bei Xplaneforum oder xforum.org. Ich glaube xplane.org. Ach, egal. Jedenfalls, wer Xplane fliegt, kennt das Forum sowieso. Ne? Irgendwann habe ich die Versionsnummer doch. Dachte ich jedenfalls, dass ich die Versionsnummer noch mit eingebaut hatte. Ach, da unten. Da habe ich es hingeschoben. Daran kann man sehen, das wird ja aktuell alles im Moment. Xplane 11.41. Ne? Die 00 müsst ihr euch wegdenken. Diese ganze 11.50 Beta-Testerei überlasse ich anderen. Und deswegen wird hier also erstmal 11.41 noch eine Weile stehen. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann steht hier wahrscheinlich 11.50.Bravo 10. Ist aktuell gerade. Und ich spare mir den ganzen Zirkus dann wegen. Ne? Was mir jetzt auffällt, ich kann eigentlich die Mauenkamera wegfahren. Auch ganz wichtig bei der Mauenkamera. Ne? Hier steht Watching Football. Also nicht, dass ihr glaubt, das wäre Fußball oder sowas. So Soccer. Ne? Also nicht dieses Spiel, wo 22 Leute rumlaufen mit Migrationshintergrund für die deutsche Mannschaft. Und ganz egal, zum Schluss gewinnt sowieso Bayern München, falls irgendwas passiert überhaupt. So, das bezieht sich auf American Football. Im September geht die Saison endlich wieder los. Da gibt es NFL auf die Ohren. So, das war das. Genau, ich wollte die Mountainkamera wegmachen. Die Landkarte ist da. Ihr werdet unten überladen mit Daten. Ich habe sie extra so schön klein gemacht, damit man sie unten in den Spalt unten drunter wuppen kann. Ne? Da stört das nämlich nicht. Wenn ich das mal wegmache, dann ist hinten so ein bisschen was überdeckt und da ist auch ein bisschen was überdeckt. Aber das ist auch nicht weiter tragisch, weil das, welches Flugzeug ich fliege, das muss man nicht pausenlos sehen. Das reicht, wenn man es einmal sieht. Genauso wie den Luftdruck. Den brauche ich einmal zum Einstellen des Höhenmessers und dann eigentlich nicht mehr. Deswegen könnte ich den jetzt eigentlich rauslöschen und stattdessen die Geschwindigkeit dahin schieben oder so, ne? Naja, egal. So, das ist das. Wir kriegen da keine Anzeige in lila, weil wir ja gar keinen Flugplan angeblich geladen haben. Ne? Das hier wäre er. Prompt sehen wir, dass wir auch völlig falsch fliegen. Obwohl wir GPS anhaben, ist auch interessant, ja. Wahrscheinlich, weil dieses Flugzeugmodell ein bisschen älter ist und sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so GPS-sicher eingerichtet ist. Deswegen schalte ich erstmal auf Heading. Und sage, wir fliegen auf ja, 45 Grad so ungefähr. Ne? Im Kleinkram müssen wir uns dann halt irgendwie anfreunden. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, 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 dann ist das eben so. Kann sich irgendjemand von euch noch erinnern, wie das Kaff heißt, zu dem wir hinfliegen? Lumbo. Ja, Lumbo, das ist ja auch eigentlich völlig klar. Lumbo muss es heißen. Da würde ich sagen, wollen wir mal der Vollständigkeit halber den hier wieder hinknallen. Dann außerdem noch einmal durchfliegen. Dann irgendwas Rektales ist das hier wahrscheinlich. Und dann natürlich noch den Abu-Dix. Da, ne, haben wir alle gesehen. Sehr gut. Was ich sonst noch erzählen kann, ist, hier hatte ich doch immer Ärger. Ne? Der hier ließ sich kaum noch bedienen. Also da konnte ich rumfingern und irgendwas passierte. Und der hier hat sich zwischendurch ja immer verabschiedet, sozusagen. Fliegen wir gerade mit äußerster Kraft? Ich glaube, ja, 100%. Dann muss ich hier mal ein bisschen runtergehen. Auf 110, das reicht auch. Ihr wisst ja, die Flugreichweite, also wir fliegen jetzt nicht hier wirklich die was weiß ich, Stunde oder was das dauert, durch, sondern dann gepfoscht bei Bedarf.
Ja, bei dem hier stellt es sich heraus, das ist ein HD Fire 10, bei dem stellt es sich heraus, dass er, sobald ich ihn hier rausnehme und da hinten rumkaspere, anschlusslos fantastisch funktioniert, ohne irgendein Problem. Ich habe so den Verdacht, dass es hier irgendetwas gibt, was Störstrahlung aussendet, mit dem das Ding nicht fertig wird. Ich habe den alten Monitor hier im Verdacht. Es könnte aber auch irgendwas anderes sein. Ich tippe mal auf den Monitor, ne, weil der ist am weitesten dran hier. Und logischerweise gibt es dann den meisten Ärger. Oder es könnte auch das Geflimmer hier der USB-Beleuchtung sein. Da flimmern irgendwelche LEDs vor sich hin. Das könnte auch durcheinander bringen. Und er hier, das ist einer von meinen alten, den ich wieder rausgepult habe. Auch da hatte ich ja einen HD Fire 10 drin. Und ich kriegte den dann ja immer wieder, es fiel dann ja hier alles aus, ne? Es war halt verschwunden. Und dann habe ich einfach mal gesagt, na gut, teste ich doch mal einen von den alten. Der ist da, der funktioniert, der kriegt die Daten. Ich weiß nicht warum und wieso, es hat jedenfalls nichts mit WLAN zu tun, definitiv nicht. Habe ich alles ausgetestet. Ja, ne? Keiner weiß wieso, aber funktioniert es nicht. So, dann gucken wir mal ein paar Lumbien drüber hier. Also, schnell hochspulen. Lumbo, das wird bestimmt wieder ein wahnsinnig langer Text. Ausführlich wird über die Metropole Lumbo gesprochen. Ah ja, doch, das passt schon, was da kommt. Also, Lumbo, muss ich meinen Erzählonkel anmachen, braucht ihr den überhaupt? Ich glaube, ihr braucht einmal die Fratzenkamera, damit ihr die dummen Sprüche hinter mir lesen könnt. Und dann können wir rüberschalten auf den Leseonkel. Tut der denn überhaupt nötig? Eigentlich nicht, ne? Wir können auch mal so machen hier. Das ist, da sieht man mich in voller Größe. Hier könnte man auch viel besser das sehen, was ich immer erkläre, ne? Das ist der eine, das ist der andere und das ist der dritte. Nur, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Egal. Also, ich mache den Leseronkel, den lass ich, er deckt halt viel ab, ohne wirklich was zu bringen, ne? Also, ich würde sagen, wir machen einfach den ganz normalen hier und ich erzähle ein bisschen, was so in Lumbo so alles passiert, nachdem ich mir einen wänzigen Schlock gegönnt habe. Und wir fliegen auch nur noch mit 91,5 Grad, wollte ich gerade sagen. 91,5% Motorleistung. Ich kam gerade durch den Tüdel, weil ich mir dachte, wenn NAV nicht genau stimmt. Warum nicht? Dreht er jetzt wieder nach links? Nein, er dreht jetzt nach rechts. Ja, jetzt könnte GPS plötzlich wieder stimmen. Aber andererseits, wer weiß das schon so genau? Schauen wir mal, wo er hindreht. Er wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Richtung Küste fliegen und sollte sich dann wieder leicht nach links der Küste entlang nach Lumbo hindrehen. Aber wir werden es rausfinden. Lumbo ist eine kleine Hafenstadt in der Provinz Nampula in Mosambik. Wieder mit K am Ende geschrieben. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Lumbo liegt in einer weiten, aber geschützten Bucht an der engsten Stelle der Straße von Mosambik. Schau an, die Straße von Mosambik. Damit ist wahrscheinlich gemeint die engste Stelle zwischen Mosambik und Madagaskar. Ja, da steht drüber runter auf dem Bild. Kanal de Mosambique. Wirtschaft und Infrastruktur. Ja, ich lese das mal mit vor, weil es steht hier verdammt wenig. Die Stadt lebt von der Fischerei, dem Export von Cashewnüssen und Holz, sowie dem Tourismus, da die von der UNESCO zum Weltkultur erklärte Ilha de Mosambique direkt gegenüber liegt und von hier die Brücke auf die Insel führt. Ach nee, Lumbo ist die Landseite dieser historisch und deshalb auch touristisch bedeutenden Insel, die für Jahrhunderte Sitz des portugiesischen Gouverneurs war. Lumbo verfügt über mehrere Hotels der gehobenen Klasse. Seit dem Bürgerkrieg ist der Eisenbahnverkehr nach Nampula eingestellt. Der Flugplatz hat keinen Linienverkehr. Hier landen nur kleine Passagiermaschinen, so wie wir zum Beispiel. Söhne und Töchter der Stadt, das ist ein Schriftsteller und Politiker. Naja, oh, hier gibt es ja doch was. Klima und Klimadiagramm, das war's. Ja, Ente. Damit ist Lumbo abschließend beschrieben. Dann gucken wir uns diese Straße nochmal an. Das mit Madagaskar scheint ja nicht zu stimmen, ne? Also, wo sind wir überhaupt? Da ist es trotzdem die engste Stelle nach Madagaskar, ne? So ziemlich zumindest. Dann gucken wir, was für eine Insel denn hier ist. Ob das diese hier ist? Jetzt mit Brücke? Ja, ne? Hat er gesagt. Gäbe jetzt eine Brücke.
Und wo fliegen wir dahin? Oh, bis jetzt passt das noch. Ja, komm, wir sind seitlich ein bisschen abgeweichtelt, aber... Na, das sehen wir nicht so verbissen. Nom, 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 nom. Also wir sind, warum sind wir 4900 Fuß hoch? Sehr interessant. Da haben wir ein kleines Luftdruckproblemchen. Ne? Ich habe den nämlich extra eingestellt und schon macht der Höhenmesser Mätzchen. So, da unten steht, wir haben 92,2 mm Quecksilbersäule oder alternativ 1013 Hektopascal. Da gucken wir uns das Cockpit nochmal an. Ich schalte das Headtracking mal eben ab. So, ne, dann fliegt man nicht wie besoffen. Das mache ich zwar immer, aber egal. So, und er hier sagt, na, hier ist die Skala, dass wir hier, naja, 2009 ein bisschen hoch, ne? Vielleicht habe ich da tatsächlich ein bisschen verdreht. 2992, ach, das ist eigentlich aber richtig. Und dann sind wir immer noch fast auf 5000 Fuß. Ja, wenn der aber sagt, wir müssen bei 4000 Fuß jetzt sein, dann hätten wir 2990, ne? 2991, also dann stimmt entweder der Luftdruck nicht oder der Höhenmesser. Einer von beiden spinnt. Ja, ja, unten stimmt das jetzt. 4000 Fuß, ne? Naja, ist ja interessant. Oder rechne ich falsch? 0 irgendwas ist das hier. Einer von beiden spinnt. Wir werden das mal im Auge behalten. Es kann natürlich sein, dass hier die Anzeige vom Autopiloten in irgendeiner Form von dem Ding abhängt. Also im Grunde müsste sich ja das verstellen, wenn ich den verstelle. Ja, tut's aber irgendwie nicht, ne? Na ja, gut, wir testen das dann mit irgendwelchen digitalen Flugzeugen aus und dann ist immer mehr. Rasenmähermotor. Sieht aus wie eine 172 mit ein bisschen früher, ne? Na ja, gut, ist eine 170, also nicht baureihentechnisch nicht so weit von der 172 entfernt. So, kriege ich jetzt hier inzwischen einen Strich eingeblendet? Ich vermute mal nein, weil ja kein Flugplan geladen ist. Nein, kriegen wir nicht. Damit kriegen wir auch keine geplanten Flugzeiten. Egal. Kann ich übrigens leider nicht per Data-Ref machen. Also ich kann selber auch so einen Schnickschnack hier zugreifen und berechnen. Aber es gibt leider keine Data-Ref für vernünftige Waypoints. Beziehungsweise nicht so, dass man nicht wiederum anhand einer Referenznummer über eine andere Datei auf den Flughafen zugreifen müsste, um rauszufinden, welcher es eigentlich ist. Wie lange fliegen wir? 17,35 Minuten. Quatsch, 17 Minuten 35 waren das eben. Ja. Wird auch gar nicht mal so einfach anhand einer Rille hier zu verschieben und dieser Linie, weil die Linie nicht da ist. Ich verschiebe uns einfach trotzdem. Wenn ich mir das so angucke hier, ne, dann würde ich sagen, verpassen wir nichts. Es kommt also nicht unerwartet ein Gebirge auf uns zu. Hier ist eher eine Ebene. Wo ist denn der Zielort überhaupt? Ich setze mich einfach mal hier hin und dann schauen wir mal, was passiert. Gut festhalten. Buh. Ja, er korrigiert. Also wir müssen grundsätzlich im richtigen Bereich sein. Unter uns, ich weiß nicht, ist das Schwemmland? Also irgendwie sieht es schon komisch aus, nicht wahr? Also Move Map, nächster Hüpfer. Ach, guck mal, da haben wir so eine schöne Bucht. Komm, lad die Karte nach Machine. Doch der Flughafen ist irgendwo hier auf dem Zipfel oder so, ne? Pass auf, ich setze uns hier hin. Und dann sagen wir einfach, Set Pose, bing, und schon sind wir da. Und so im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Richtung passt ja schon irgendwie, nicht wahr? Ja, ich muss vielleicht ein bisschen kreativ werden beim Landen. Ja, schauen wir mal, ne? Momentan versucht er wieder auf die Linie zu fliegen, das ist ja ganz okay. Vielleicht dreht er den ja auch ein, dann brauche ich mich um gar nichts groß zu kümmern, aber man weiß es nicht. Ich bin allerdings fast gewillt, ihn noch ein bisschen weiter zu versetzen, weil wir fliegen doch noch ein ganzes Stückchen, ne? Na komm, ich, jetzt fehlt mir diese Flugstreckenberechnung. Ich würde sagen, ich gehe erstmal von der Höhe runter. Ich bin hier immer noch bei 4000 Fuß ungefähr.
So, mal gucken, ob er wieder funktioniert. Ja. Dann gehen wir mal auf. Boah, komm, 2,5, ne? Vertical Speed machen wir minus 1000. Ja, sehr schön, sehr schön. An der Geschwindigkeit brauche ich nicht groß zu drehen, weil er kann nicht viel. 61%. Ich gucke immer auf den hier drauf, ob es hier nicht Instrumente gibt, die ich auf dem auch drauf habe. Und demzufolge kann ich irgendwann den einen freiräumen quasi. So, Altitude, Trimmung wird da auch angezeigt, Flaps wird auch da angezeigt. Radiohöhenmesser, also Radarhöhenmesser. Ich glaube, der fehlt mir hier. Den habe ich hier nicht dabei. Den könnte ich aber in irgendeine Ecke zwicken. Das würde schon gehen. Parking Brake, ganz wichtig. Ja, Motorleistung, Uhrzeit und solche Geschichten. Gibt es keine Uhrzeit? Ist alles drauf. Keine Uhrzeit, wa? Aber Kommunikationsfrequenzen. Mal gucken, wie ist das Plan? In Operational. Die Torröhrchen, Voltage. Ja, nur die zwei Möglichkeiten gibt's. Okay, kann ich aber gut mitleben. Habe ich in der Vergangenheit auch gut mitgelebt. Jetzt sollte ich mich mal ein bisschen hindrehen hier, ne? 2700 Fuß noch. Ja, Gott, komm, wir arbeiten uns an die Stadt ran. Wo genau war noch der Flughafen? 2500. Ja, ganz genau. Ah ja, an der Spitze der Spitze. Also irgendwo hier müsste er so ungefähr sein. Naja, also ich würde sagen, da versetze ich mich doch noch lieber ein bisschen. Das dauert mir alles viel zu... Oh, guck mal, Radar-Altitude. Haha, das habe ich noch nie gesehen, dass er das anzeigt. Tut er aber offensichtlich. Oh, Move Map. Ups. Oh, da ist der Flughafen, ungefähr die Richtung. Bisschen dicht daran natürlich. Set Position. Ja. Wir fliegen nach NAV bei 2,5. Okay. Ach, das könnte ich vielleicht auch mal erwähnen. Bislang war es ja immer so, dass ich bei der Wetterkontrolle, ne, damit dieses Meer so schön nach Meer aussieht, musste ich immer erstmal das automatisch, also das ist echt, Wetter abschalten, dann da die Wellenhöhe korrigieren, dies Wolken entfernen, Sicht erhöhen, damit man diese schönen Autofotos sieht. Und das habe ich jetzt auch alles mit einem im Hintergrund, mit einem Lua-Skript, das wird das jetzt sofort gemacht. Und das Echtwetter bleibt bestehen. Das heißt, er benutzt weiterhin Echtwetter. Es werden ihm nur unterm Hintern weg, werden ihm die Wellenhöhe verdreht, es werden ihm die Wolken weggezaubert und die Sichtweite wird erhöht, aber die Winde, also kreuz und quer und wie stark, das bleibt alles erhalten, so dass es durchaus sein kann, dass irgendwo schwerer Sturm steht und wir haben super Wetter, außer dass der Wind vielleicht ein bisschen zickig weht. Aber sei es drum, Hauptsache wir haben unseren Spaß. Nein, das ist Blödsinn, Hauptsache ich habe meinen Spaß, darum geht's ja eigentlich. Sehe ich schon einen Flughafen? Ach, da hinten muss er sein. Der müsste etwas weiter nach links sein. Hinter der Stadt. Also ungefähr da, wo der Wald anfängt, ne? Oder was immer da grün ist. Und direkt fliegen wir auch nicht auf die Stadt zu. Ich denke, ich drehe jetzt hier mal so ein bisschen. Also Heading. Und zwar Heading ein bisschen mehr nach da. Ne? So schon 0 Grad Minimum. So. Dann müssten wir so eigentlich langsam in die richtige Richtung eiern. Immer noch ein bisschen rechts, aber das kriegen wir hin. Höhe, ja, also ich werde noch ein bisschen von der Höhe rausnehmen hier. Gehen wir auf 2000 runter. Die Stadt als solche ist mir noch nicht so präsent. Das ist verblüffend, ne? Wir gehen runter auf die richtige, auf die Stadt als solche, aber ich sehe da eigentlich nur so ein Rattenloch. Vorne an ist eine Saline oder sowas. Ne? Also da das, da unten das verseuchte Gewässer, das ist irgendwas Gewerbliches. 2000.
Ist da ein Flugplatz? Nee, auf gar keinen Fall. So, und da hinten. Also, wir müssten fast mit der Nase drauf foltern, ne? Heading, nehmen wir nochmal ein bisschen was raus. Da brauche ich ein bisschen mehr. Da ordentlich in der Flugschneise komme. Doch die Landebahn. Dann nehmen wir als erstes mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, Autotrottel und Autodings da aus. So, alles aus. Karte können wir auch ausmachen. Dann fahre ich mal ganz viele Flaps aus. Aber erstmal Geschwindigkeit rausnehmen hier. Gewaltig Geschwindigkeit rausnehmen. Flaps raus, ganz viele. Falls wir überhaupt welche haben, heißt das natürlich. Weil das bremst sehr schön. Haben wir denn welche? Fahrwerk ist sowieso draußen, das lässt sich kaum vermeiden. Ach, und ich wollte so schön langsam landen, damit ich mit dem Taildragger einigermaßen lebendigen Fußes unten ankomme. Bremst ordentlich, ne? Flaps richtig bis auf Anschlag runter, das hat was. Aber ich brauche nicht mal den Hand an den Schubhebel zu nehmen, weil wir haben keinen Schub. 400. Mountainkamera an, wollen wir nicht vergessen. 300. 200. Es wird sogar zu langsam. 100. 50. 40. 30, 20, 10. Und ich hüpfe wieder mal. Das, was ich so hüpfe, ich mach's wieder. So, ich sehe natürlich überhaupt nichts. Ich kann meinen Kopf aus dem Fenster. Ach nee, kann ich nicht, weil ich kein Head-Tracking aktiviert habe. Ja, jetzt wisst ihr auch, wozu Fenster am Flugzeug gut sind. Wo sind denn die Taxiways? Ah, sind wir gerade dran vorbei, ne? Okay. So, das ist das Schöne an der Schwanzsteuerung. Man kann richtig böse in die Kurve gehen, wie so ein Brummkreisel. Hui! Da ist er doch. Gas darum. Ja, wenn ich jetzt was sehen würde, könnte ich da auch hinfahren. Uah. Wieder nach Gehör. Ich habe mich diesmal nicht fünfmal um mich selbst gedreht. Das ist ja ein echter Fortschritt. So. Ein bisschen drauf passen, dass wir keine anderen Autos umfahren, Flugzeuge umfahren. Da an der Tanke, da sind wir doch vielleicht ganz richtig. Sofern ich da nicht jemanden platt mache. Jungs, bringt euch vor dem Propeller ein bisschen in Sicherheit. Hütten ist immer gut. So, Bremsen. Also, Bremse rein. Motor aus. Jetzt so lange irgendwelche Knöpfe drücken, bis irgendwie der ganze Strom weg ist. Ja, das sieht doch gut aus. Ich habe wieder vergessen, die Flaps einzufahren. Ich probier's mal. Ach, könnte gehen. Dann gucken wir in die Runde. Jawohl, sind die Flaps eingefahren? Ich glaube fast, ne? Ja, sind sie. Sehr schön, da stehen wir genau richtig. Einmal volltanken, bitte. Ja. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ist halt so ein richtig provinzieller Provinzflughafen, irgendwo im gar nichts. Ja, ohne die Brücke nach gegenüber sind die hier nix, ne? Wo ist die Brücke überhaupt? Sehe ich jetzt gerade nicht. Naja, egal. Also, jetzt kommt wieder
Das beliebte Spielchen mit Alt-R. Das heißt, wir gucken uns den Kram nochmal an, ob ich denn das auch alles richtig gemacht habe, was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Was? Was sind das denn für Geräusche hier? Ja, da kann man auch sehen, die Flaps flappen ganz schön. Dass die Quietschgeräusche jetzt kommen wahrscheinlich davon, dass ich ja eigentlich auf dem Flugfeld stehe, ne? Ja. Sehr schöne Wellen. Ganz hervorragende Wellen. Bildhübsch. Kann man nicht anders sagen. Und dieser Pilot erst. Warum habe ich die Fairings eigentlich dran? Ich wollte die eigentlich abhaben. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Ja, ganz eindeutig falsch gelandet. Taildragger soll man eigentlich mit allen drei Rädern gleichzeitig aufsetzen. Ja, gut, das haben wir schon gesehen. Danke fürs Reingucken. Schwupp, sind wir wieder da. Danke fürs Reingucken und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Haha.